Hey und herzlich willkommen zu dieser Postfolge. Und zwar, ja, beginne ich jetzt einfach mal. So, es fängt gleich mit der Amira Swordland an. Aber da steht so oft RE, dass ich nochmal nachgucke. Also, wenn ich euch geantwortet habe, braucht ihr nicht nochmal Danke sagen, weil das ist dann wieder Platzverschwendung für die anderen Leute. Es ist eigentlich relativ normal, dass ich zurückschreibe und gerne. Nadine Darkberg, hallo! Hallo May, hoffentlich ist dein Postfach nicht voll. Ich möchte dir nämlich sagen, dass du eine ganz tolle YouTuberin bist. Hab dich ganz da lieb. Kann keine Herzen machen. Deine Stimme ist sehr angenehm, deswegen macht es mir sehr Spaß, dir zuzuhören bzw. sehen. Das hier ist nur mein zweiter Account. Eigentlich komme ich von Server 3. Keine Ahnung, ob du mich kennst. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch ein frohes neues Jahr. Ganz liebe Grüße, Nadine Darkberg, aka Jana Shadow Watcher. Vielen Dank für deinen Brief. Der Name Jana Shadow Watcher sagt mir jetzt nicht so viel. Ich schreibe jetzt auf jeden Fall noch kurz einen Brief, das vergesse ich irgendwie immer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und abschicken. Oh, jemand wurde, okay. Dann löschen. Noch jemand wurde, nee, ist da. Okay, gut. Oh, willkommen. Ich muss noch kurz willkommen schreiben. So, dann geht's mal weiter. Mit der Mia Purplefort. Fan. Hallo May, ich bin dein größter Fan. Habe Fragen, hoffe du liest sie durch. Na klar. In welchem Club bist du? Ich bin in den Bronze-Winners. Wohnst du in Deutschland? Ja. Kannst du mir zurückschreiben, wenn du das gelesen hast? Das würde mich freuen. Kannst du grüßen? Ich grüße die May Northcake, Julia Windrider, Ruby Cattle, die Summer Hurts und Mia Purplefort. Hab dich ganz da lieb, Mia. Würde gern einen ganzen Brief voller Herzen machen, aber habe gerade Clubtreffen. Oh Gott. Hoffe, der Brief hat dir gefallen. Na klar, vielen, vielen Dank. Ihr schreibt während des Clubtreffens Post an mich. Auch gut. Okay. Hier ist auch wieder RE, deswegen muss ich nochmal nachgucken. Ja, also wie gesagt, ihr müsst nicht Danke sagen, wenn ich irgendwie zurückschreibe. Ja, Vanessa Bestzi, oh mein Gott. Hey Mandy, ich liebe dich. Du bist die allerbeste und hast eine private Freundesliste? Ja, meine Freundesliste ist privat, also ja. Also nicht wundern, dass ich sie nicht annehme. Ach, das geht wieder nicht, okay. Hey. So. Meine Freundesliste bleibt auch erstmal privat und ihr braucht auch nicht dann betteln, weil das macht es nur noch schlimmer und dann, das ist immer so ein blöder Moment, weil ich will nicht irgendwie blöde antworten, also irgendwie gemein sein. Aber ich schreibe immer, nein, meine Freundesliste ist privat, tut mir leid. Und wenn man das nicht versteht, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich denn schreiben soll. Hier ist wieder RE, ich muss nochmal nachgucken. Okay, Stephanie Oakwood, beste YouTuberin ever. Du bist die allerbeste, ich gucke all deine Videos. Liebe Grüße, Stephanie. Das freut mich doch, dass du die Videos schaust. Ich hoffe auch gerne. Stephanie. So, Dankeschön für deinen Brief. Isabella Northong. Hey. Hi May. Hatte dir schon mal geschrieben. Du bist immer noch die Beste. Hoffe, dass wir uns noch ganz oft sehen. Falls du grüßt, wäre es nett, wenn du... Ich grüße Elena Queenrider und die Storm Barons Armee. PS, ich liebe deine Stimme. Ganz liebe Grüße, Isa. Ah, vielen Dank. So, Isabella. So. Nein, der ist voll. Okay, wenn du das hier siehst, dann melde dich bitte.
also unter dem Video. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade. Ich habe schon sehr viel vorproduziert. Aber ich werde den Brief erstmal behalten. Und bitte lern dein Postfach. Ich werde es morgen nochmal versuchen. So, Francesca Glaybaker, DC. Ich bin's, Funny Light aus dem... Nein, meine Freundesliste ist trotzdem privat. Auch wenn ihr in den Bronze-Winners seid. Meine Freundesliste ist privat. Und wenn ihr in den Bronze-Winners seid, könnt ihr auch so mit mir schreiben. Also, ja. Sienna Skywatcher, die allerbeste. Hey May, du bist die allerbeste YouTuberin auf der Welt. Ich hab dich so lieb. Liest du Briefe auch in Folgen vor? Wenn ja, könntest du dann meine Ich grüße ihre BF, Lisa Kettel, Birgit Heinos, die Wintermains und die Some Whatever's und alle, die sich mit den Some Whatever's angesprochen fühlen, grüßen. Okay, auch die Some Whatever's. Hab dich lieb, du bist die Beste, mach weiter so. Okay, vielen Dank für deinen Brief. Nori. Ah, süßer Name. Grace Scheigarten. Hallo. Hi, ich bin's von gerade. Ich wollte jetzt mal endlich dir schreiben. Ich wollte das schon immer mal machen und jetzt mache ich es. Ich wollte dir sagen, dass du echt cool bist und ein paar Fragen stellen. Erstens, machst du vielleicht mal einen eigenen Club auf? Ich glaube nicht, also erstmal nicht, da ich die Zeit dafür nicht habe. Was sind deine Lieblingspferderassen in SSO? Oder in echt, ich habe keine Ahnung. In SSO die Mustangs, Vollblüter, Isis und Morgans. Warum hast du den Server gewechselt? Weil ich die Leute vermisst habe, aber das ist ja jetzt wieder anders. Vielen Dank für deinen Brief und die Fragen. Ich habe immer keine Ahnung, also es kann sein, dass es manchmal 2 bis 3 Wochen dauert, bis ich die hochlade. Also nicht wundern. Jana Swift, Dotter. Was ist das denn für ein geiler Smiley? Hey May, ich finde dich echt sympathisch und ich liebe einfach nur deine Videos. Weil du ja echt erfolgreiche Videos machst, wollte ich fragen, ob du mal ein Video drehst für solche bzw. Anfänger-YouTube-SSO-Kanäle und ein paar Tipps gibst für sie, für ihr Video, weil ich bin auch nicht gut darin und habe ja einen YouTube-Kanal, aber noch keine Videos und ich bin noch nicht so gut erfahren. Hoffe, du machst mal so ein Video. Weil ich brauche echt Hilfe dabei. Ich muss mal schauen, ob ich sowas mache. Ich bin selber nicht so ein Profi. Ich grüße noch die Jana Swift-Dotter, Saturn Presidents, Gitano. Oh nein, dein verstorbenes Pferd. Ihr Kater Honey und Lisbeth Diamond Force. Liebe Grüße, Jude, mein Spitzname. Jana plus Nudel gleich Jude, weil ich eine Nudel bin. Hab dich lieb. Das ist ein sehr cooler Spitzname. So, Jude. Du Nudel. Vielen Dank für deinen Brief. Kaylee Mystery Potters. Hey May. Hey May, ich wollte mal fragen, dass du sehr hübsch bist. Oh, danke schön. Und deine Videos sind auch mega gut. Oder auch so gut. Das M steht für May, das N für North Cake und für North und das C für Cake. Ich weiß, es ist schlecht. Nein, das ist voll süß. Das war's auch schon. Wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem du es liest. Liebe Grüße, deine Kaylee. Ich dir auch. Vielen Dank für deinen Brief. So. Kaylee. Irgendwie finde ich, dass viele YouTuber jeden irgendwie anders aussprechen. Ich versuche die immer irgendwie Englisch zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe
Grace, da habe ich doch eben geschrieben, oder? Ja, okay, sie hat auch Danke gesagt. Das braucht ihr echt nicht machen. Das ist einfach nur Platzverschwendung, sozusagen, für den Briefkasten. Hallo, Anne Westsee. Okay, noch den letzten. Molly Silvermore. Hey, Fanpost. Hey, May, wie geht es dir? Ich dachte mir, ich schreibe dir mal dir noch einmal Post, weil ich nicht weiß, ob mein erster angekommen ist. Herzlichen Glückwunsch für 3000 Abonnenten. Das hast du dir so verdient. Ah, danke schön. Dir noch viel Glück und Spaß in der Schule. Also Spaß, das ist immer so ein Ding, ne? Aber vielen, vielen Dank, Molly. Ich muss wie immer auf die Uhr gucken. Bis, also einen Moment kurz. Okay, sind bei 10 Minuten. Also denke ich, dass ich noch 1 bis 2 mache. Ich habe noch eine Freundschaftsanfrage. Diana Riverborn, Brief 1, es folgt noch Wort. Okay. Hey, oh Gott. Was hast du? Boah, okay. Hey May, ich liebe dich. Könntest du mal ein Ferntreffen veranstalten? Das muss ich mal gucken. Also ich bin ja selber Schülerin und die Zeit ist auch nicht immer... Wenn du willst, mache ich eine Homepage über dich. Oh Gott, nein, das brauchst du doch nicht machen. Das ist viel zu viel Arbeit. Ich finde es halt, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe dich ganz dolle lieb. Ich muss dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Wenn man ein Anfänger ist, also sich erst SSO geholt hat, dann ist man ja auf Server 1. Ich bin jetzt ungefähr wie du. Ich wurde auf Server 5 gesetzt. Und der erste war ja voll. Dann blieb ich nicht so lange auf Server 5. Der dritte Server wurde wieder frei und hatte gedacht, dass man auch wieder auf Server 1 wechseln kann. Aber nein. Ich habe auch erstmal geweint, wo ich das gesehen hatte. Seinen Heimatserver will man nie verlassen. Vielleicht andere wegen Streit, Club oder so. Auf jeden Fall, ich bin nur für dich auf Server 3 gewechselt, da ich eh keine Freunde auf dem anderen Server hatte. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal sehen und so. Und ich hatte dir eine Frage gestellt, ob du ein Unicorn bist. Oh, Diana, ich bin nicht mehr auf Server 3. Oh, das ist mies, dass du verschoben wurdest. Oh, das tut mir leid. Ich suche noch mal kurz den anderen Brief von dir. Diana. Wenn er jetzt nicht angekommen ist, ist es ganz schön ärgerlich. Oh oh, Diana, der andere Brief ist, glaube ich, nicht dabei. Naja. Also das mit dem Server verschieben ist ganz schön blöd von Star Stable. Sandy Blueberry Wall. Hey, Postfolge. Hey, ich bin Sandy, ich liebe dich und deine Videos, du bist toll. Klasse, unglaublich, ich liebe dich und du bist die netteste der Welt. Na gut, ich heiße Carina in echt, kannst du mich und meine... Okay, ich grüße die Carina und die Nicole. Love you. Das ist süß. So. Carina plus Nicole. Vielen Dank für deinen Brief. Und ich würde sagen, dass ich mich mal zu Anna stelle und dann Tschüss sage. Tschüss und bis zum nächsten Mal.